Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MyPC und zwar mit dem Gaming-PC RX 7900 XT i5 13400F für 1589,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, das System wurde mir auch wieder vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal auf Discord von Sin Meliodas und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Bei dem Bild ist jetzt nichts Besonderes, ist nur das Gehäusebild, so wünsche ich mir das auch. Ihr kennt das ja mittlerweile, das ist soweit in Ordnung. Die Grafikkarte ist eine AMD RX 7900 XT 20 GB. Ich habe jetzt einfach mal die ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC genommen, weil das gerade die günstigste am Markt ist. Danach kommt im AMD-Lager nur noch die 7900 XTX. Die 7900 XT ist aber eine gute WQHD-Grafikkarte, aber auch 4K. Es kommt immer ganz auf die Titel an. Ihr könnt jetzt nicht AAA-Titel auf volle Möhre ballern unter 200 FPS erwarten, aber es ist auf jeden Fall eine stabile Grafikkarte. Ich würde euch hierbei auch empfehlen, mindestens auf WQHD zu gehen, weil in Full HD wird der Prozessor die Grafikkarte ein bisschen ausbremsen. Ich habe das mal eben durch so einen Rechner durchlaufen lassen und ich denke auch, der 13400F, der hier drin ist, ist zwar ein guter Prozessor, der wird aber dann ein bisschen schwächeln mit Full HD. Sobald ihr aber in WQHD und in hohen Textureinstellungen und so zockt, dürfte das eigentlich kein Problem mehr darstellen. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 809 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist wie eben schon gesagt ein i5 13400F. Der hat 10 Kerne, 6 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 16 Threads, also 12 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Eine TDP von 65 Watt, kann sich allerdings auch über eine gewisse Zeit 148 Watt reinschrauben und unterstützt offiziell DDR5 4800 MTS beziehungsweise DDR4 3200 MTS. Das ist ein guter Prozessor zum Zocken, auch zum Streamen. Ich würde persönlich, wenn ihr jetzt wirklich streamen wollt, eher auf einen 13.6er gehen. Bleibt aber euch überlassen, das wird mit dem hier auch funktionieren, dann habt ihr aber noch ein paar Leistungsreserve. Und der kostet 210,46 € bei ProShop. Der CPU-Kühler ist ein Endofy Spartan 5 Max ARGB. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 180 Watt. Der kann also den Prozessor mit seinen 148 Watt, die er 56 Sekunden lang hält, auf jeden Fall kühlen. Ich hatte den auch schon im Test, habe einen 12700K dann darunter geschnallt. Der hatte dann irgendwie eine Leistungsaufnahme von ungefähr 200 Watt und selbst das hat er 10 Minuten lang geschafft im Cinebench. Danach wurde der auch ordentlich warm. Ich glaube, weitere 10 Minuten hätte der nicht durchgestanden, aber für den Prozessor, der hier drin ist, reicht er alle Male. Das ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt auch nicht qualitativ übelst hochwertig, aber er reicht eben für das System aus. Jetzt haben wir hier nur ein Problem, hier ist keine Preisangabe, weil das Ding im Moment nirgendwo lieferbar ist. Wir wissen aber aus den historischen Daten, dass der reell so bei 30 € lag, die rechnen wir später noch oben drauf auf die Liste. Als Arbeitsspeicher haben wir 32 GB, 2x16 GB DDR4 3600 MHz G-Skill Ripshots 5 CL16. Also erstmal Dual Channel, sehr sehr wichtig, coole Sache, 32 GB in dem Preissegment erwarte ich mittlerweile auch durch die gesunkenen Speicherpreise. Dann haben wir 3600 MTS, was über der Spezifikation von Intel liegt und dazu noch CL16. Standardmäßig haben die eigentlich bei 3600 MTS CL18. Hier haben wir CL16, das merkt ihr in den 1% Low. Da habt ihr dann hier und da ein paar weniger FPS-Drops, ist aber nice to have auf jeden Fall. Der hat jetzt keine RGB-Beleuchtung oder so, aber leistungstechnisch ist es wirklich guter RAM. Und der kostet 78,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. Wir haben hier den B760-Chipsatz, der ist auch wie gemacht für den 13400F. Den könnt ihr sowieso nicht übertakten, ist ja kein K-Prozessor. Das bringt auch schon gekühlte Spannungswandler mit, 4 RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden, hier unten kann noch eine weitere SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot könnt ihr dementsprechend nicht mehr benutzen, weil der vom Kühler der Grafikkarte überdeckt wird. Und dann haben wir noch 3 weitere Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 2.0-Anschluss, 2x USB 3.1, USB Typ C, Netzwerkanschluss. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil wir ein 13400F haben. Das F bedeutet, dass ihr nicht die Grafikausgänge des Mainboards benutzen könnt. Benutzt sowieso bitte die der Grafikkarte. Und PS2-Anschluss haben wir auch noch mit am Start. Ja, werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist erstmal ein grundsolides Board. Auch der Chipsatz ist kein B660 oder sowas, das da rumgetrickst wird mit einem BIOS-Update oder ähnliches. Es ist B67, hat Wi-Fi mit dabei, das passt soweit. Und das kostet 138,01 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Lexar NM620 M.2. Die hat
eine Lesegeschwindigkeit von 3300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde und hat TLC-Speicher. Ja, und 1 TB. In dem Preissegment völlig in Ordnung. Geschwindigkeit ist Durchschnitt, das passt soweit. Und die kostet 38,64 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Fractal Design Pop Air RGB Black TG Clear Turn mit Glasfenster. Alter, was ein Name. Das ist ein fucking Gehäuse, das ist keine Rakete, Leute. Das bringt schon 220mm Lüfter in der Front mit RGB beleuchtet und 120mm Lüfter im Heck auch RGB beleuchtet, hat eine Mesh-Front, hat dementsprechend auch vernünftigen Airflow. Das kann man nehmen. Ist auch sehr beliebt, mögen viele. Und ich sollte, laut den Kommentaren, weil wir das schon mal hatten, erwähnen, hier vorne ist noch eine Klappe drin, da könnt ihr entweder irgendwelches Zeug aufbewahren oder, glaube ich, sogar ein 5,25 Zoll Laufwerk reinbauen, also ein DVD-Brenner oder so. Ja, wer es braucht, von mir aus. Und das kostet 79,90 € bei Alternate. Das Netzteil ist ein Seasonic G12 GM750W 80 plus Gold. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und teilmodular. Ja, für das System reichen 750 Watt aus, das ist ein B-Tier-Netzteil. Das kann man so machen. Ist jetzt nichts Besonderes, ist nicht übelst High-End, ist aber auch nicht das billigste Netzteil, das passt schon soweit. Und das kostet 83,06 € bei Beer Computer in Österreich, beziehungsweise 84,86 € bei Mindfactory in Deutschland. Über die Gehäuselüfter haben wir eben gesprochen, Windows 11 Pro ist Testversion vorinstalliert. Ja, könnt ihr jetzt theoretisch nochmal 30 € draufrechnen, weil Dubaro zum Beispiel nimmt nur für das Vorinstallieren 30 € ohne Key. Könnt ihr machen, könnt ihr auch sein lassen. Den Key müsstet ihr dann sowieso noch kaufen oder ihn direkt hier als Vollversion kaufen. Garantie 2 Jahre MyPC-Garantie, ist Standard. Dann haben wir hier noch FPS-Angaben, Fortnite 4K episch 108 FPS, Cyberpunk 4K Ultra 74 FPS. Dann steht da drunter, alle FPS-Angaben sind geschätzte Werte und können abweichen. Wenn ich FPS-Werte schätze, dann kann ich es auch lassen. Am besten das System bauen, sofern es ein Kunde bestellt. Und vielleicht wirklich mal vorher ein Spiel installieren, so eine Spiele-SSD fertig machen, einen Benchmark durchlaufen lassen mit Cyberpunk, der bringt ja einen mit, und dann wirklich einen Screenshot mit den FPS-Werten da hinschreiben. Das wäre doch viel einfacher. Und dann wären wir auch schon mal im Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler. Wie gesagt, hier müssen wir noch 30 € draufrechnen, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1437,96 € beziehungsweise 1467,96 €. Und das Teil kostet 1589,99 €. Habt da bummeligen Aufpreis von 120 €. Kann man machen. Was die Konfiguration angeht, ist es soweit in Ordnung. Wie gesagt, achtet drauf, dass ihr mindestens in BQHD spielt, weil sonst der Prozessor die Grafikkarte, zumindest in Full HD, ausbremst. Ansonsten ist mir jetzt großartig nichts aufgefallen. Man hätte bei dem CPU-Kühler vielleicht einen anderen nehmen können wegen dem Design. Mir gefällt das Design jetzt allgemein nicht so, aber das müsst ihr auch selber wissen. Ich habe da jetzt echt nicht viel zu kritisieren bei diesem System. Ist halt einfach so. Und das war auch ein Vorschlag aus der Community. Und wenn du dir den wirklich kaufen möchtest, mach es. Der Aufpreis ist völlig in Ordnung. Du hast 2 Jahre Garantie. Das passt soweit. Lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren zu diesem System da, vor allen Dingen zu MyPC allgemein. Vielleicht könnt ihr ja noch irgendwas verbessern. Ich bin auch mit denen im Kontakt im Discord. Die fragen dann hier, was könnte man noch besser machen. Zum Beispiel beim RAM haben sie letztes Mal die Timings nicht hingeschrieben. Das haben sie mittlerweile auch gefixt. Wir haben CL16 RAM, was auch gut ist. Und deswegen schreibt halt wirklich mal, was ihr darüber so denkt. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, ein Däumchen nach oben wäre auch nicht schlecht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.